herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play zu Skyrim. Hier am Mikrofon mit dem Marius. Guten Abend. Hallo Marius und natürlich Onkel Jo. Und wir wollen euch einführen in die wunderbare Rollenspielwelt, oder? Ja, starten wir gleich mal. Ja, drück endlich mal. Ja. Los geht's, ich will hier Action sehen. Okay. Statt Action kommt erstmal ein Ladebildschirm. Ja, die Elder Scrolls erzählen von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruderzwist zum Kriege führt. Und so weiter, das Lied des Drachenblutes. Ja, wie und so weiter. Ja, komm, Märchen. Das lädt ja nicht ewig, ist ja ein modernes Spiel. Da kommt schon der zweite Tipp, weil du so lahm liest. Komm, lies. Das Führen von zwei- oder zweihändigen Waffen verspricht zwar die Chance auf doppelten Schaden, macht aber auch jegliches Blockieren unmöglich. Du hast auswendig gelernt. Gibt's ja gar nicht, so schnell kann man gar nicht lesen hier. Naja, aber hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voll die Märchenonkelstimme hast? Ja, deswegen spiele ich ja auch hier mit dir. Ach so, tatsächlich? Ja, ach, das war ja ich, der das schon mal gesagt hat. Okay, ja, los geht's. Du öffnest quasi ganz langsam die Augen, sitzt auf einem Karren und die Elder Scrolls 5 fängt an. Also schon mal großer Unterschied zu Oblivion, nicht im Kerker. Sondern auf einem Karren. Ja. Der Wahnsinn, aber die Typen, die sehen auch aus, als ob sie gleich in den Kerker kommen. Ja, oder? Doch. So wie die Kollegen von deiner Band, oder? Die sehen ähnlich aus, genau. Wie heißt deine Band, Marius? Tournée du Chanois. Falls jemand mal sich im Internet umschauen möchte, gerne. Endlich seid ihr wach. Damit haben wir auch ihr den Werbeteil abgeschlossen. Richtig. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Der Hinterhalt der Kaiserlichen? Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, der Dieb, hat er dich gesehen sein. Jetzt? In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Ja, auch gleich schon ein Kritikpunkt, wie ich finde, dass uns in Ruhe du selbst gelassen. Im Spiel schon wieder nichts sagst. Also, ja, du bleibst als Figur blass. Das finde ich jetzt auch in meinem Spiel blöd. Natürlich kann man sich ja da mit, also die sagen wahrscheinlich, kann ich mehr Leute mit identifizieren, wenn man nicht sowas vorgibt. Aber ich finde es auch immer schön, wenn der Hauptdarsteller auch spricht. Aber ich dachte jetzt, du meinst jetzt Himmelsrand. Das finde ich auch blöd. Ist schon jetzt hart, jetzt Skyrim mit Himmelsrand zu übersetzen, oder? Ja. Na, vor allem sollte man so ein Spiel nicht Skyrim nennen. Also wenn alles im Spiel, vor allem, das wirklich lustig ist. Guck mal hier, der ist schon geknebelt, weil er wahrscheinlich noch dümmere Namensvorschläge hatte. Genau. Nee, was ja wirklich auch lächerlich ist, ist dann, dass im Spiel, die auf den Schildern stehen die englischen Namen, aber übersetzt werden sie auf Deutsch. Das ist natürlich schon ein Nachteil. Na, hör mal nochmal kurz rein, was sie sagen. Wohin bringen sie uns? Nichts. Ich toll. Weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Da kommt schon das erste Schild hinten. Und, was steht da? Was kommt hier? Pferdedieb. Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollen. Aber was man jetzt auch schon mal sagen kann, allein wenn man mal ins erste Menü reinguckt und so weiter, die Übersetzungen sind jetzt schon mal deutlich besser als jetzt im Vorgänger Oblivion oder so. Also die Abkürzung mit den Getränken und so, ja, das war. Damals hat ja tatsächlich Bethesda gesagt, nein, wir wollen nämlich die deutsche Übersetzung selbst machen, ja. Und dann haben gespart. Haben die Deutschen gesagt, es ist ja toll, dass die Amerikaner die deutsche Übersetzung so toll gemacht haben. Ja. Nee, aber hier weiß ich zum Beispiel, kannst du Roland ausziehen? Hat? Ich wette, natürlich kennst du Roland, natürlich, Roland, den berühmten Spielejournalist, der hat ja auch bei der Übersetzung mitgemacht. Also, wenn was blöd ist, schreibt an Roland Austin. Wenn euch was nicht gefällt, schreibt an Roland. Der freut sich über jeden Brief, den er bekommt. Okay, als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Der sieht aber echt aus, als wäre er schon gestern gestorben. Hier ist Schluss. So habe ich mich letztes Wochenende gefühlt. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein! Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Oh nein. Okay. Wehwegtes. Ja. Irrtum. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Die Live-Hinrichtung in Skyrim. Wunderbar. Also viel konnte man jetzt auch noch nicht machen. Ich habe gesehen, du hast nur ein bisschen die Kamera bewegt. Ne? Das ist alles noch Vorschmack. Es war eine Ehre. Jetzt. Naja. Ralof von Flusswald.
Flusswald. Gestatten? Onkel Jo von Flusswald. Es gibt tatsächlich auf der Karte auch einen Ort, der Einsamkeit heißt. Haben sie wirklich wortwörtlich auch übersetzt, Solitude, aber Einsamkeit, das ist schon... Kennst du nicht die Festung der Einsamkeit, wo der Stählerne immer hinfliegt, um mal wieder alleine sein zu dürfen? Also, finde ich schon okay. Also, Flusswald und Riverwood, naja, so ist es halt. Ah, jetzt können wir uns für den Charakter entscheiden. Okay. Also für die Rasse. Genau. Wie bei jedem besseren Rollenspiel kann man hier jetzt erstmal aussuchen, was für eine Rasse man spielt. Ja. Kaiserliche wollen wir nicht, oder? Nein, nehmen wir. Hochelf? Nee. Also im Grunde sind ja Elfen schwul. Ach so, okay. Ja, man kann ja... Wer spitze Ohren hat, ist ja... Also, naja. Aber ich würde jetzt schon sagen, lass uns trotzdem mal einen Dunkelelf nehmen. Nehmen wir einen Dunkelelf. Weil der kann man so schön nochmal zeigen, der kann ja beides. Der kann ja sowohl draufknüppeln als auch zaubern. Ja. Mal durchgucken hier gerade. Rotwardone. Habe ich das richtig ausgesprochen? Es ging in die richtige Richtung, glaube ich. Ja. Gut. Aber jetzt, mit denen. Also ein bisschen alienmäßig. Also Mulder, was sagst du? Nee, Scully bist du, gell? Ich bin ja Mulder. Ja. Ja. Jetzt aber nochmal, also Dunkelelf, schöne Frisur. Sehr schön. Ja, also finde ich jetzt schon ganz toll. Der Bart gefällt mir besonders gut. Naja, sieht ein bisschen aus wie du, ja doch. Ja. Also so ein Onkel Jo-Bart. Warte mal, so eine Frisur, das steht bestimmt ganz gut. Ja. Gesichtsfarbe, also wenn du so machen würdest wie ich, wäre es ein bisschen röter, weil ich mich immer so aufregen muss. Weil ach, deine alte Kriegsnarbe ist auch. Ihr so schlechte Texte schreibt. Danke, danke. Ja, guck mal. Jetzt haben wir doch wieder einen Charakter mit spitzen Ohren. Spock. Aber um das vielleicht auch gleich schon mal zu sagen, weil du ja schon gleichgeschlechtlich erwähnt hast, man kann in dem Spiel auch heiraten. Nein! Ja. Aber wer will schon heiraten? Vollkommen unabhängig von Rassen oder von Geschlechtern oder was weiß ich. Also wenn unsere schöne Figur hier einen anderen Dunkelelfen heiraten möchte, dann geht das auch. Nein, bitte sprich's nicht aus. Könnte er denn auch einen anderen Mensch heiraten? Oder kann er auch Tiere heiraten? Nein. Tiere wohl nicht, aber alle anderen Rassen hier im Spiel schon. Ja. Also Kaiserlichen oder so, das geht nicht. Was war das? Lochfalten? Ja. Da gibt es ja ganz komische Einstellungsmöglichkeiten. Aber da kann man richtig seine Zeit rein investieren. Also ja, auf jeden Fall. Wer da was ganz Individuelles gestalten will, der schafft das auch schon. Also gibt es schon ein paar coole Auswahlmöglichkeiten. Ja. So, jetzt sind wir nochmal bei der Frisur. Ah. Die fand ich ganz gut. Wieso? Nee, aber wenn dann schon hier Zopf. Und ja, haben wir ja auch beide das. Ne, und jetzt machen wir jetzt den Bart nicht weg. Ich habe gesagt, Onkel Jo-Bart. Also, wenn schon, dann schon hier. Ja? Nee, der andere? Ja. Ah, okay. Jetzt fummelt er wieder an der Haarfarbe. Lass mich doch mal, mein Gott. Oh je, Namensgebung. Gefangener finde ich schon mal das super, oder? Das ist großartig, mein Gott. Nee. Du machst schon, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Wenn, dann sollte man das wirklich ganz eindeutig betiteln, wie es für so einen Spieltipps, Let's Play gehört, nennen wir das einfach Spieltipps-Typ. Okay, genau. Ja, so ist das. Mach ich doch glatt. Schneller. Ja. Gleich ist der erste Zuschauer. Ich habe schon gehört, wie er vom Stuhl gefallen ist oder eingeschlafen ist. Noch ein Flüchtling? Die Götter haben euer Volk wirklich verlassen, Dunkelelf. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht Götter auf der Liste. Götter haben auch mich verlassen, glaube ich. Das hört sich an wie die Stimme von Alf. Könnte sogar sein. Tommy Piper? Ja, befehlt, echt? Hauptmann. Es tut mir leid. Nicht. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste... Du willst Musiker sein, also niemals Tommy Piper. Der ist doch mehr so... Der macht jetzt ganz andere Dinge. Macht jetzt wieder bei Hörspielen mit und hört sich... Der ist mehr so wie du. Sag doch mal irgendwie, wo ist die Katze oder so. Hey Willi, wo ist die Katze? Tommy Piper! Heißt der Tommy Piper? Pieper. Tommy Pieper. Oh, jetzt habe ich noch falsch ausgesprochen. Piper war ja, das war irgendeine andere Filmrolle. Piper? So eine, König fällt jetzt auch nicht an. Nee, weiß ich nicht. Das tut mir leid. Okay. Siehst du, was ich sehe?
Himmelsrand ins Chaos. Ich gehe davon aus, ja. Und nun wird es sehr diplomatisch, meint den Glock, der da rechts unten steht. Rechts, Marius. Ja, Entschuldigung, mein Gott. Gut. Ja, machen wir gleich. General Tullius. Möge der Segen der acht Göttlichen jetzt auf euch ruhen. Ach ja, okay, alles klar. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Guck mal, das Pferd. Ist es nicht schön? Ich weiß, warum du nach oben guckst. Ich weiß es. Aber ich sag's noch nicht. Sag's noch nicht, okay. Gut. Ich finde auch einfach den Himmel schön gemacht, muss ich auch sagen. Jetzt guck mal hier. Ja. Das ist ein jemand, der nicht bei Spieltipps liest, sondern bei der Konkurrenz. Und der muss halt bestraft werden. Au! Da gibt's heute Kopfsalat, hä? Noch vor Guillotine, okay. Ja. Ab 16. Findest du es zu hart für ab 16? Och, da werde ich mich jetzt nicht drüber streiten. Nein. Ich meine, jetzt wo du bald 16 wirst, kannst du ja auch nichts anderes sagen. Ich bin auch gerade noch im Stimmbruch, tut mir leid. Oh, ich höre schon den Drachen. Ja. Oh, jetzt hab ich schon gar nicht mehr. Was will das? Glaubst du, da sitzt einer im Kerker und schreit, weil er kein Klopapier mehr hat oder was? Doch. Kann ich mir gut vorstellen, mein Gott. Also, dass es in Skyrim um Drachen geht, weiß jetzt jeder. Ja. Tja, aber ob wir das noch erleben? Wird das Spiel jetzt hier schon enden? Ist es vorbei? Werden wir gleich neben dem Kopf in der Schale liegen? Naja, ich glaube schon. Ist doch logisch. Oh nein. Und da steht der Henker von meiner Band. Dead United. Werbung. Der Drache! Der ist gut, der hat uns gerettet. Aua. Wie ist das möglich, Mario? Das war's. Das ist Spiel vorbei. Und wie fandet ihr es? Ja, ich fand's super. Ich drück mal was. Okay. Hoffe nur, dass der Abspann genauso gut ist wie das Intro. Nein, wir leben noch. Aber sind gefesselt. Okay, die erste Anweisung. Schlag dich zur Festung durch. Da machen wir, Marius. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Weich mal den Brocken hier aus. Ja. Jetzt lass mal schneller. Das war jetzt auch schon gleich mit der Entscheidung, ne, die man sie trifft. Ja. Legenden brennen keine Dörfer nieder. Mein Gott, Schalter. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Ja, gehen wir mal da hoch. Wir müssen nur eine Karte. Ja, Gott. Oh, ja, hast du Feuer gemacht? Das ist schon gut inszeniert. Gut gemacht, auf jeden Fall. Jetzt mal ein gewagter Sprung. Da komm. Aufs andere Dach. Hep! Ja, da könnte man ja jetzt auch mal fragen, wieso ich nicht einfach meine Fesseln jetzt hier an dem Feuer lösen kann. Ne? Aber ja, weil dann die Hände verbrennen. Ja, das ist mir doch, ich bin Krieger. Mein Gott. Nein, das hat schon seinen Sinn. Oh. Ja, also wenn man da jetzt so nah rankommt, ist man glaube ich schon recht schnell weg vom Fenster. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden. So, also wir haben uns jetzt quasi der Rebellion angeschlossen. Noch netter? Nee. Nee. Echt? Nein. Aber ich will schon, dass wir uns der Rebellion anschließen. Ja, da können wir ja. Ich find Rebellen immer viel cooler als die. Ja, das ist schon besser. Ja, vor allem waren wir ja von den Kaisern nicht mehr gefangen. Ja, so geht's ja nicht. Ja. Guck mal, wie sie da stehen hier, die Feuerwerker. Was soll man sagen? Ist halt ein Drachenkampf, ne? Ja. Ist ja auch wirklich bei so einem Fantasy-Spiel, so ein Drache ist ja so ein archetypisches Element. Das könnte man ja geradezu sogar auf die Nibelungensage das zurückführen. Die Nibelungensage? Ja. Heldenepos aus dem 13. Jahrhundert, also zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Sowas habe ich viel in meinem Studium gemacht. Ja, ich weiß, du hast ein Germanistikstudium abgeschlossen, aber
die Leser, die sind halt, also die Zuhörer sind jetzt schon ein bisschen mehr hier an der Action. Ja, aber weißt du, das ist ja so, der badet, Siegfried badet ja auch im Drachenblut und du heißt hier ja auch Drachenblut, also das sind schon Verbindungen. Dragonborn heißt du, das ist ja jetzt nicht direkt Drachenblut. Ja, wir haben es aber so, auf Deutsch wurde es so übersetzt. Oh, ja, also die deutsche Übersetzung. Ja, vielleicht war noch das Bethesda-Team wieder. Ja, nee, also da müssen wir uns jetzt schon hier mal auf ein vernünftiges Niveau einlassen. Ja, okay, ja, also gut. Nicht, gut. Ich meine, die Enzyklopädie liest ja auch keiner. Ne? Also, ja, ich wollte ja nur die lieben Lungen mal zur Sprache bringen, mein Gott. So, abgeschlossen betritt die Festung. Also ja. Hast schon die erste Aufgabe geschafft. Wir sehen uns dann. Wer liegt da? Was macht denn der da? Der unsittlich berührt, ich habe es genau gesehen. Das Nein. Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten. Meinst du echt? Wirklich, meine Güte. Die sind auch was ausgegangen. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Ja. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Lass uns. Jetzt will er auch an mir rumfummeln. Ja, ich fummel erstmal an dem rum. Diese Fesseln schneiden sich nicht also, von allein durch. Ja, der muss mir erstmal hier die Fesseln. Ihr könnt euch das Kram ruhig nehmen. Er wird ihn. Mann, ja, nehme ich mir jetzt auch. Also ich stehe zwar nicht so drauf, den jetzt auszuziehen, aber mein Gott. Oh, jetzt liegt er wirklich nackig da. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Aber hier... Das Anstandsschutz habe ich noch gelassen. Ne? Den Anstandsschutz. Also das mit dem Messer, weiß ich nicht. Also bei so einem Spiel, das jetzt schon grafisch schon ein paar Akzente setzen will, finde ich jetzt blöd, wenn auf einmal so ein Messer in der Hand einfach auftaucht. Und man hat ja auch kaum gesehen, wie er die Fesseln jetzt durchgeschnitten hat. Das war halt da und dann sagt er jetzt nur so durchgeschnitten. Naja, das ist stimmt, ja stimmt. Fast wie früher irgendwie so. Ja. Hier hast du ein Auto, steck's in die Tasche oder so. Das ist sowieso ein bisschen auch, wie die Figuren sich bewegen und so. Die Landschaft ist schön und alles, aber die Figuren an sich sind ein bisschen grob. Komm, jetzt rüsten wir mal die Axt hier aus. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Ja. Nein, ich will sie kaputt hauen. Verdammt, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Hat's noch gar nicht probiert. Gib schnell auf, gib schnell auf. Oh, wer kommt denn da? Ja, die müssen wir jetzt entleiben. Also, töten. Jetzt klau dir mal, es kommt Taschendiebstahl. Na, das machen wir. Das ist mein Freund. Mein Gott, nee. Er hat Geld? Die haben schon erst Geld hier. Ja, ich finde es das schön, dass du schon mal so gezeigt hast, man kann abwehren, muss es aber nicht. Ja, auch die Sicht wechseln. Das ging ja bei Oblivion auch schon. Ja. Und das war jetzt so ein Finishing-Move? Ja, die werden auch schön gezeigt. Das ist lass mal sehen. Aber wie man sie auslöst, das ist irgendwie ein bisschen ungleich. Ist, ja, ist mir noch nicht so ganz aufgegangen. Nein. Und ja, dann macht er wieder nackig hier. Wollen wir mal sehen, ob er diese Typen... Eine kaiserliche Hauptfrau, kein kaiserlicher Hauptmann. Ja. Ja. Gefällt die dir, oder? Sehr. Vielleicht solltest du ihre kaiserliche Tunika anziehen und mal gucken, wie du da drin aussiehst. Findest du das jetzt nicht übrigens ein bisschen merkwürdig? Ich meine, jetzt, wo wir uns ja natürlich den Rebellen angeschlossen haben, jetzt so komische kaiserliche Helme auszurüsten? Oder Rüstung? Stiefel? Ja, das... Armschienen? Kann ich ja jetzt schon mal verraten eigentlich, dass das jetzt dann später nicht unbedingt von Bedeutung ist. Also das ist das Merkwürdige, dass dann die Rebellen mich trotzdem so akzeptieren, wie wenn ich keine kaiserlichen Klamotten habe. Die akzeptieren mich hier in der Redaktion ja auch, obwohl du kaiserliche Klamotten anhast. Ja. Kaiserliche Klamotten trägst. Ein Lorbeerkranz und... Wenn du von deinen Live-Rollenspielen zurückkommst und deinen Partys mit den vielen Männern und Frauen. Boah. Männern und was? Ich war gerade so beschäftigt, dass ich es gar nicht realisiert habe. Schnappt euch alles, was wichtig ist und dann weg von hier. Würde ich mal sagen, der Weg ist dicht. Jetzt geht's hier lang. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Der elende Hund. Mein Gott. Okay, ich probier's mal mit Magie. Und Zerstörung, ja. Ja.
Jetzt kannst du dir ja wirklich aussuchen, auf welche Hand du das legst. Ja, also kann jetzt mit einer Hand wirklich schlagen und mit der anderen zaubern. Ja, das ist gut gelöst. Also gerade mit der Xbox-Steuerung jetzt. Ja, gut. Ja, mit dem PC genauso. Ja. Kannst du sogar mit dem Gamepad am PC spielen. Ja.